Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario-Video. Und zwar heute meine Top 5 Power-Ups aus allen Mario-Spielen. Die Power-Ups, die mir am meisten Spaß machen, die sogar vielleicht sogar am stärksten sind, meiner Meinung nach, kommen es in Spielen aber immer auf den Spielspaß an. Und deswegen habe ich die mit dem größten Spielspaß, die mir am meisten Spaß machen, höher gerankt in der Liste. Wenn du noch kein Abonnent bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Dann verpasst du kein weiteres Nintendo-Mario-Video mehr. Und ich würde sagen, wir fangen an. Lehnt euch zurück. Viel Spaß. Auf Platz 5 haben wir den Mini-Mushroom. Aus New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS, was 2006 am 15. Mai erschienen ist. Also schon knapp 12 Jahre alter Spiel, Leute. Wie vergeht die Zeit? Aber auf jeden Fall war dort der Mini-Mushroom das allererste Mal. Und ihr kennt ihn alle. Ich finde ihn einfach geil, weil man über Wasser laufen kann. Man kann höher springen und damit werden die Walljumps auch gleich noch viel effektiver. Man kann sozusagen das Level überspringen. Und das hat mir immer so Spaß gemacht, plus die Fähigkeit mit dem Wasser. Und deswegen auf Platz 5. Auf Platz 4 haben wir den Gegenpart, Leute. Ich musste die leider hier reinnehmen, weil ich finde die beiden Mushrooms sowas von geil. Und zwar der Mega Mushroom, der auch 2006 am 15. Mai in dem New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS erschienen ist. Und das ist einfach genau der Gegenpart. Ein riesiger Pilz. Wenn man ihn aufnimmt, wird man riesig groß. Man zertrampelt, man zerstört alles. Selbst kleine Löcher kann man einfach überlaufen. Jeder Gegner, sogar dicke Blöcke, kann man einfach zerbersten. Und oben gibt es noch eine Leiste, die man damit füllt, wo man dann gleichzeitig noch ein paar One-Ups sich holen kann, was natürlich noch ein richtig geiler Nebeneffekt von dem Power-Up ist. Es ist auf jeden Fall das Power-Up mit der meisten Zerstörungskraft, würde ich sagen. Und bei mir auf Platz 4. Auf Platz 3 haben wir wohl eines der bekanntesten Power-Ups aus dem Mario-Universum, und zwar der Stern, Leute. Wer kennt ihn nicht? Ich liebe ihn. Er ist sowas von geil. Und Nintendo hat das wirklich cool gemacht, dass wenn er aus dem Block kommt oder irgendwoher, dass er dann erstmal so wegspringt. Man muss wirklich ihn hinterher. Und wenn man ihn dann hat, ist man wirklich unverwundbar. Und seit den etwas neueren Teilen macht Mario dann bei den normalen Sprüngen auch immer Frontflips und sowas einfach nur richtig cooles. Mario leuchtet bunt. Dazu noch die coole Musik. Außerdem wird man zusätzlich wieder mit One-Ups belohnt, wenn man viele Gegner damit über den Haufen rennt. Ich finde ihn halt ein bisschen cooler als der Mega-Mushroom, weil man halt so agil damit ist. Und deswegen ist er auf Platz 3. Auf Platz 2, Leute, haben wir das Super Leaf oder auch das Tanuki Leaf aus dem Jahre 1988, Super Mario Bros. 3. Dort war es das allererste Mal und ich finde das einfach sowas von geil. Einfach so ein bräunliches Herbstblatt mit zwei Augen und wenn man es einsammelt, wird man zu Tanuki Mario, was einfach nur extrem geil aussieht, weil Mario dann so einen Schweif kriegt, mit dem er so ein bisschen flattern kann. Er kann damit angreifen und er kann damit sogar richtig fliegen und das ist einfach richtig geil. Ich finde, es ist einfach ein richtig lustiges Power-Up, was extrem Spaß macht und dem Movement von dem Spiel dann nochmal einiges an Spiel Spaß beisteuert. Jetzt kommen wir zu dem sagenumwogenen Platz 1, und zwar dem Cave, was zwei Jahre später kam, 1990 in Super Mario World, dem wohl besten Sidescroller-Mario-Titel aller Zeiten, mit einer komplett neuen Engine, und mit dieser Engine kam auch das Cape dazu. Mit diesem Cape kann Mario auch fliegen, aber in mehreren Varianten. Einmal kann er sich drehen, kann in die Luft schießen. Wenn er die Arme ausstreckt, kann er erstmal richtig hoch in die Luft schießen, und wenn man dann oben das Cape noch nimmt und es so als Fallschirm benutzt, kann man damit noch weiter flattern und immer wieder den Aufschwung nutzen, um damit zu fliegen, was einfach nur extrem geil ist. Außerdem kann er mit dem Cape sich drehen, kann damit Gegner besiegen. Das Cape ist wirklich eines der besten Power-Ups und es wird in Form einer Feder ins Spiel gebracht. Man sammelt eine Feder ein, man hat auf einmal ein Cape und ist Super Mario. Wirklich, dann ist man wirklich ein Super Mario. So, liebe Leute, das waren meine Top 5 Power-Ups aus allen Mario-Spielen. Schreibt mal eure in die Kommentare, wenn ihr Bock habt auf weitere Listen. Es gibt ja wirklich auch die Top 5 schlechtesten Power-Ups oder andere Top-Listen. Dann gebt einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, dass ihr Bock auf solche Listen habt. Ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.